Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael der Barbecue-Bär. Heute machen wir uns was richtig Leckeres. Wir werden uns eine Hackbällchenpfanne Mykonos machen. Wer das sehen möchte, der sollte das Video natürlich bis zum Ende gucken. Und sollte euch gefallen, was ich hier so mache, könnt ihr das gerne mit einem Daumen hoch belohnen oder im besten Fall noch mit einem Abo. Ja, und jetzt schauen wir uns erstmal an, was wir brauchen. Da fange ich an mit dem Fleisch. Da habe ich jetzt hier einmal Hackfleisch halb und halb. Dann habe ich hier einmal so einen Cherry-Tomaten-Mix. Wir brauchen Gurke und Zucchini, Feta-Käse. Dann habe ich hier noch etwas frischen Knoblauch, Senf und Tomatenmark. Und der flüssige Part sieht jetzt wie folgt aus. Wir brauchen einmal Sahne, dann habe ich hier einen Gemüsefond und wir haben hier etwas Milch. Und gewürzt werden muss die Nummer natürlich auch. Da brauchen wir einmal ein Gyros-Gewürz. Dann nutze ich natürlich meinen Gyros-Bär. Ist für mich mit das beste Gyros-Gewürz, was es gibt. Denn da ist alles drin, was du brauchst. Selbst die Zitrone für die Frische ist da schon mit drin. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Gyros-Gewürz nehmen. Ihr könnt euch den aber auch in meinem Shop gönnen und mich so ein bisschen unterstützen. Aber ich schreibe euch natürlich auch noch eine Mischung ins Rezept, damit ihr euch da auch selber was mischen könnt. Und hier habe ich dann noch so ein bisschen Muskat, weil das brauchen wir auch. Und ein bisschen Speisestärke brauchen wir später auch. Ja, das wären sie dann gewesen, unsere Zutaten. Heute wieder ein bisschen mehr. Ja, und dann hätte ich gesagt, legen wir los. Da fangen wir mit dem Hackfleisch an. Das werden wir jetzt erstmal mit dem Gyros-Bär würzen. Im nächsten Schritt werden wir das dann natürlich ordentlich verkneten, dass überall Gewürz hinkommt und unser Hackfleisch Bindung bekommt. Und sobald das dann so hier durchgeknetet ist und klebt, dann nehmen wir uns immer so ein bisschen was hier raus und machen uns dann schon mal unsere Hackbällchen. Ich sag mal, wenn die diese Größe nachher haben, ist das perfekt. Das ist dann die Ausbeute, die stellen wir jetzt beiseite und dann geht es weiter mit dem Gemüse. Da fange ich an mit den Tomaten, diese werden wir einfach nur halbieren. Die Zucchini, die schneiden wir hier in solche Würfel. Und dasselbe passiert mit der Gurke. Und dasselbe passiert auch mit dem Feta. Dieser wird einfach nur in so kleinere Würfel geschnitten. Somit wären wir da mit dem Schnippeln durch und dann hätte ich gesagt, legen wir los. Dann sind wir am Hockerkocher angekommen. Da nutze ich heute meine normale 30er Gusspfanne. Die wird auch schon heiß und da geben wir jetzt zuerst so ein bisschen Öl rein und lassen das heiß werden. Und sobald das Öl dann heiß ist, fangen wir an, unsere Hackbällchen von allen Seiten anzubraten. Sobald die dann Farbe haben, nehmen wir die erstmal wieder raus. Sobald wir die Hackbällchen dann rausgenommen haben, nehmen wir Gurke und Zucchini. Das braten wir erstmal an. Sobald das Ganze dann so ein bisschen angebraten ist, haben wir den Knoblauch gerieben, der kommt als nächstes dazu und auch den schwitzen wir nur ganz kurz mit an. Das sollte dann für den Knoblauch reichen. Jetzt löschen wir das Ganze mit der Hälfte von dem Fond ab. Ja, und dann warten wir, bis der anfängt zu köcheln. Und jetzt, wo das Ganze anfängt zu kochen, können wir dann Muskat dazugeben. Und noch etwas von dem Gyros-Bär. Das rühren wir unter. Dann kommt die Milch dazu. Und die Sahne. Ja, und auch jetzt warten wir wieder, bis das Ganze anfängt zu köcheln. Als nächstes kommt dann der Senf dazu und das Tomatenmark. Das hättet ihr natürlich auch mit anbraten können oder solltet ihr mit anbraten.
Ich hatte die Zutat irgendwie nicht mehr hierbei stehen, weil ich habe sie oben auf dem Tisch stehen lassen. Deswegen ist mir das Ganze so ein bisschen durch die Lappen gegangen. Ist aber nicht tragisch. Wenn ihr das macht, bratet das Ganze mit an. Ich rühre das jetzt einfach nur unter, dass es sich schön auflöst und dem Ganzen eine gute Farbe gibt. Und das Anrösten ist ja auch nur dazu gedacht, dass es dem Ganzen so ein bisschen die Säure nimmt. Aber vielleicht ist es ja auch sogar gut, wenn wir es nicht machen. Aber das sehen wir gleich, wenn es dann soweit fertig ist. Und jetzt, wo das Ganze aufkocht, können wir einmal anfangen zu probieren. Beziehungsweise wir werden das Ganze abschmecken. Das heißt, das nehmen wir uns. Ja, schon fast ganz gut. Dennoch ein bisschen was von dem Gyrosberg kann auch mit dran. Das passt da dann euch bei, also bei euch jetzt so individuell an, bis ihr sagt, das passt. Ihr könnt auch einfach nur mit Salz und Pfeffer arbeiten. Aber ich denke mal, so ein bisschen Gyros-Touch tut dem Ganzen gut. Ja, jetzt geben wir dem Ganzen nochmal 5 Minuten und dann machen wir weiter. Dann sind die 5 Minuten mittlerweile rum. Ihr seht, ich habe jetzt die Hitze so weit reduziert, dass es nur noch ganz leicht köchelt. So soll das auch sein. Denn im nächsten Schritt geben wir jetzt unsere Hackbällchen dazu. Wie ihr dann hier schon sehen könnt, die sind noch nicht gar. Die werden wir jetzt erstmal oben auf der Soße garen. Das heißt, wir legen die so hier rein. Ja, und dann denke ich mal 5 bis 10 Minuten werden die dauern. Wichtig ist, dreht die immer mal, weil die Hitze kommt von unten. Und dann, denke ich mal, kriegen wir die auf den Punkt. Ja, und dann kommen nur noch die restlichen 2 Zutaten dazu und dann sind wir mit der Nummer auch schon durch. Mittlerweile sollten unsere gehacktes Bällchen dann soweit sein und ihr seht, aufgrund, weil wir das jetzt haben schön köcheln lassen, hat jetzt, denke ich mal, so gute 10 Minuten waren es gedauert, ist das Ganze richtig schön reduziert. Das heißt, wir brauchen noch nicht mehr mit Stärke arbeiten, weil von der Sämigkeit her finde ich das perfekt. Jetzt als nächstes kommen dann noch unsere Tomaten dazu. Die werden wir jetzt einmal so mit unterrühren und final kommt dann noch der Feta. Und das lassen wir einmal kurz heiß werden. Dann nehmen wir das Ganze schon von der Flamme runter. Ja, und dann sehen wir uns oben, wenn wir das Ganze probieren. Aber wie gesagt, so gute 2-3 Minuten, damit das Ganze nochmal heiß wird, gerade die Tomaten und hier unser Feta. Und dann seht ihr auch schon, von der Sämigkeit her ist das mega genial. So soll das dann hinterher auch sein. Deswegen hatte ich auch anfangs dann ein bisschen weniger von genommen, dass wir nicht so viel Flüssigkeit in dem Bottich haben. Hätte es da nicht gereicht, kann man natürlich jetzt nochmal ein bisschen nachgießen. Also ihr könntet es jetzt noch flüssiger machen, wenn ihr es wolltet. Aber ich sag mal, so wie das jetzt hier aussieht, ist das perfekt. Das lassen wir jetzt heiß werden und dann geht's hoch. Dann bin ich mit meiner Probierschale hier oben angekommen. So schaut das Ganze aus. Hier haben wir unsere Hackbällchen, die mittlerweile auch gar sein sollten. Ja, das sind sie auf jeden Fall. Unser Gemüse Feta. Dazu macht sich natürlich jetzt so eine richtig schöne Ladung Reis perfekt. Aber so werde ich das jetzt erstmal ohne probieren. Da ist ja mein Gäbelchen. Pusten müssen wir natürlich. Guten Appetit. So, dann ist der Haps weg. Ja, was soll ich sagen? Es ist wieder so eine einfache, richtig leckere Nummer. Du hast die Hackbällchen, die volles Programm nach Gyros schmecken. Dann die Soße mit dem ganzen Gemüse, was sich richtig genial da drin macht, wo ich mir nichts drunter vorstellen konnte, war unter angebratener Gurke und angebratene Zucchini. Habe ich so noch nicht gemacht, kommt aber richtig geil. Richtig geiler Geschmack. Passt wirklich hervorragend da rein. Dann diese Milch-Sahnesoße, die wir uns gemacht haben. Und dann hinterher natürlich noch den Feta dazu, plus die Tomaten, die wirklich nur kurz heiß werden lassen, dass die nicht komplett lätschig werden und zerfallen. Weil wenn du da den Punkt, sage ich mal, nicht triffst, dann sind deine Tomaten, ja, da hast du nur die Haut da drin. Und als nächstes kommt dann der Feta, der löst sich natürlich auch nochmal auf. Aber so wie das jetzt hier war, war das perfekt. Man könnte jetzt Reisnudeln dazu machen, ihr könnt Reis machen. Passt hervorragend. Ich denke mal, selbst so eine Kartoffel, das Ganze darüber passt wahrscheinlich auch mega. Von daher ein richtig schnelles, einfaches Gericht und wieder super lecker. Und griechisch mal komplett anders. Also probiert die Nummer aus und schreibt unten rein, wie hat es euch geschmeckt.
Dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende von diesem Video angekommen und ich hoffe, diese kleine feine Sauerei hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann freundlichen Kommentar. Seid ihr noch kein Abonnenten, hier oben könnt ihr das nachholen, da ploppt mein Logo auf. Das könnt ihr gerne anklicken, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ja, dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Video, gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut, ciao.